So, lange Rede, gar keinen Sinn. Holen wir uns die anderen beiden Eisen da. Wollte gerade sagen, die restlichen, aber da gibt es ja gerade hier noch mehr Eisen. Als nur die beiden. Oh, wir haben schon 15 Eisen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir sollten doch mal ein bisschen so gucken, ob hier noch so umliegend immer noch ein bisschen Eisen ist. Kennt man ja vielleicht. So aus dem ein oder anderen Survival-Horror-Game, was auch immer. So, da gehen wir nochmal die andere Seite lang. Vielleicht kommen wir da oben so schräg. Ja, doch, da kommen wir auf. So, hier nehme ich. Genau. Voilà. Aha, siehst du? Genau das meinte ich nämlich. Immer mal ein bisschen gucken, ob hier noch so umliegend ein bisschen was ist. Nochmal Eisen. Sehr schön. Mal ein bisschen Licht machen hier. Kriegst du ja. Oha. Wow. Geil. Okay. Scheint an der Stelle. Aua. Zunge gebissen, ey. Das scheint es an der Stelle gewesen zu sein. Gucken wir mal weiter. Na komm. Platziere die Fackel. Siehst du, das ist auch eine Platzierungsgeschwindigkeit. So schnell müssen die Platten. Die Fackeln kommen. Und ich will mal erstmal 3 Sekunden warten. Aha, Eisen. Sehr schön. Brauchen wir aber nicht. Wir gehen weiter. Tschüss. Spaß. So, ja. Löse mal hier noch ein bisschen aus. Schade, nichts dergleichen. Okay. Ne, kein Eisen. Nur Kupfer. Kohle. Was geht? Aha, Eisen. Oh, hier geht's wieder runter. Ah, das Eisen. Sehr schön. Tatsächlich, das ist echt so ein Bug. Aber wie kann denn bitte schön der Block verschwinden, wenn die Spitzhacke leer ist, bevor der Block abgebaut ist? Da dürfte der Block doch gar nicht abgebaut werden. Heißt also, eigentlich dürfte der Block nicht in dem Moment nicht verschwinden, sondern die Aktion müsste rückgängig gemacht werden. Und der Block müsste wieder quasi erscheinen. Also quasi so hier. Und so war es, glaube ich, früher auch. Nur warum ist das jetzt nicht mehr so? Jetzt verschwindet die ganze Kacke einfach. Ah, sehr traurig. Was ist aus meistens mal geworden? Ich weiß noch, damals 1973, da war das noch gutes Stück Stahl. So. So, auch hier wieder rumgucken, ob hier noch ein bisschen mehr ist, ne, von dem guten Zeug. Oh, der gute Lebertran, der alte mit Stückchen. Yam, 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 da wirst du gesund. Da spritzt die Freude, das. Ups. Da spritzt das Leben quasi so aus dir heraus. So, wieder hier. Aha, gleich 2 Stück, aber leider an einer sehr unzugänglichen Stelle, wie mir gerade auffällt. Kommen wir daran, ohne hier uns gleich irgendwie in eine Situation zu begeben, in die wir eigentlich nie geraten wollten. Ja, doch, sieht so aus, als wenn wir da noch relativ gut hantieren könnten. Fuck you. Danke. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie runter. Ich hoffe, wir kommen da auch wieder hoch. Aber so wie es bisher aussieht, eigentlich ja. Danke. Okay, wow. Ah, Lava. Lava ist ein gutes Zeichen. Was mache ich hier gerade? Oh, fuck off, komm hier. Hier, an der Stelle kommen wir auf jeden Fall wieder hoch, das ist kein Problem. Da das relativ begrenzt ist, okay. Hier sind wir auf Lava-Niveau. Lava. Auf Lava-Niveau. Goddammit. Ich hätte gerne mal ein bisschen Diamanten. Irgendwie finden wir keine Diamanten hier, obwohl wir hier auf Lava-Niveau sind, ne? Keinerlei Diamanten. Weißt du was? Komm, machen wir hier mal ganz kurz. Hallo? Geht das denn da runter?
Oha, Alter, da scheint sie ganz schön tief runter zu gehen. Hier nicht mehr so? Ja, hier geht's auch extrem tief. Oh, Alter. Okay, scheint ein bisschen tiefer hier zu sein. Gut, die Frage ist, wenn es da so tief runter geht, wie kommen wir denn da hin? Ohne uns selbst auf die Fresse zu legen. Am besten bauen wir es immer schichtweise ab, das heißt also jetzt hier so. Fuck. Wenn wir gerade am Abbauen sind, sollten wir auch mal ein paar Fackeln hinsetzen, damit sie nicht unkontrolliert duster wird, ne? Das wäre nicht so gut. Na komm. Danke. Perfekt. Gut, jetzt können wir nämlich die Reihen hier abbauen. Dann machen wir jetzt quasi professionelles Lava abbauen, in Hoffnung, dass wir hier irgendwie mal auf Diamanten treffen und nicht dabei drauf gehen, weil wenn wir hier drauf gehen, ich habe Keep Inventory wieder auf. Das heißt also, wenn wir jetzt hier was verlieren, verlieren wir alles. Was mich auf die Idee bringt, dass wir hier vielleicht mal eine Kiste aufstellen sollten. Wir haben aber kein Holz mehr. Ach ja, wir haben alles. Oh nein, Alter, nicht wieder das gleiche Problem. Können wir hier viel Baum pflanzen? Geht das? Hallo? Hey, hi, hi. Ey, ich glaube, das Server ist verpackt. Ich kann hier keinen Baum pflanzen. Hallo, ey, es laggt. Okay, gut, lassen wir das. Ja, wir bauen das Ganze hier kackgedünst ab, was natürlich auch relativ riskant ist. Ja, genau das passiert mit uns, wenn wir da reinfallen. Hört ihr den Schmerz? So klingt mein Arsch jeden Tag, wenn ich auf Toilette bin. Na komm. Fuck. Boah, Alter. Oh Gott, oh Gott, Alter, wir werden so sterben. Ha! Oh, Alter. Boah, ey. Oh Gott. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Jawoll. Sehr schön. Okay. Das hätten wir auch wieder. Ich muss hier nur trotzdem aufpassen, weil die ersten beiden Reihen kann ich hier abbauen. Aber jetzt sollte nämlich Lava kommen. Hä? Da kommt kein Lava, aber warum konnte ich denn hier keine Steine von oben hinbauen? Genau, ab hier kommt wieder Lava. Ha. Ach du Scheiße. Stimmt, ja, da war ja was. So, kommt man nach da. Sehr schön. Und jetzt einmal wiederkehrt Marsch. Da haben wir wahrscheinlich das gleiche Problem. Da kommt jetzt auch Lava raus. Habe ich da Steine? Ja, da habe ich Steine. Okay, das heißt also, wir müssen schnell reagieren, wenn da Lava kommt. Ja, da kommt Lava. Okay, gut. Dann bleiben wir erstmal hier. Oh. Wow, nur eins hoch. Und kein Diamanten. Auch kein Diamant. Ach Mann, ey, ist das Bullshit. Ach, Kacke, Alter. Die ganze Aktion umsonst. Das gibt's doch ja nicht, Alter. Jetzt bin ich aber sauer. Fuck you. In your fucking ass, you fucking asshole. Fucking idiot. So. Ich liebe Wörter mit fucking drinne. Oh. Wisst ihr, wären wir mal gleich weitergelaufen. Hätten wir wenigstens hier schön Eisen gehabt, ne? Jetzt ist aber zu spät, jetzt gehe ich einfach nach oben. Hab keinen Bock mehr, Spaß. Ne, ne, das wollen wir natürlich. So. Gott, so viel Eis auf einer Stelle. Das macht mich ja regelrecht geil. Weil ich geil bin. Ah, wer kennt das Zitat? Wer kennt das Zitat? Ihr Bitches. Ich gebe einen Tipp. Es hat was mit dem Spiegel zu tun und der Spiegel ist kalt. Und die braucht Ahnung von Englisch. Ah. Warum? Oh Gott. Genau dieser Fehler ist nämlich auch der Fehler, der dafür sorgt, dass man hier
Okay, jetzt passiert gerade nichts. Na gut, Glück gehabt. Warum passiert das ab und zu mal? Verstehe ich gerade gar nicht. Ah ja, Server und so. Gut, jetzt noch weiter. Gucken, ich hätte gerne noch ein bisschen. So, hier ist ein brauner Pilz. Und hier ist ein roter Pilz. Kann ich mich jetzt die Kohle abbauen? Danke. So, hier geht's wieder hoch. Und wir haben wieder keine Fackeln. Scheiße. Okay, ich würde mal sagen, das reicht jetzt auch erstmal. Wir haben erstmal relativ 34 Eisen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, wie die Dinger heißen. Die heißen, glaube ich, Hoppers oder so. Ja, heißen Hoppers. Ich weiß auch nicht, wie viel man dafür braucht. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5 Eisen. Ja, das ist recht locker, was wir haben. Weil wir brauchen 3 Hopper, brauchen wir mindestens. Und dafür haben wir definitiv genug Eisen. Haben wir sogar noch ein bisschen über. Heißt also... Ha! Lol! Ja, lol, ey. Komm ich hier hoch? Nein. Fuck you. Ich will da rauf. Ah, oh, Mann, ey. I hate you. I hate you so much. Okay. Ich hasse dich. Du scheiß fucking Arschloch. So, hier waren wir auch. Genau. Da hat gerade jetzt gerade was gespawnt. Da in der Region. Sah gerade so aus. Alter. Hab ich mir gerade in die Pamperhose gemacht. So, wo kommen wir wieder raus? Wo kommen wir rein? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir da oben? Ist beleuchtet? Also müssen. Ach, da. Na komm, 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 kommst du, kommst du? Scheiße. Bleib bitte da oben. Geh bitte da oben. Wo bin ich jetzt? Richtig. So, nein, 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 nein. Wow, Alter, ich dachte schon, ich falle jetzt hier instant runter. Na komm jetzt. Meine. Es ist ja noch Wisdom, Baby Girl. Es ist ja. Dankeschön. Okay. Wir sind, im Olymp angekommen. Ja. Ich gehöre jetzt quasi zum Adel. Respektiere mich, Schlampe. So, okay. Ich hoffe, ich weiß jetzt noch den Weg nach Hause, aber wir sind hier den Berg wir sind hier den Berg rumgegangen. Ansonsten kamen wir da vorne dann von links. Heißt also, wir müssen. Ja, genau, da ist ja auch Lilia. Okay. War also meine In-Kopf-Gehirn-Berechnung korrekt. Na dann, würde ich mal sagen. Let's take a Nick. Ups, falsche Taste. Ich wollte einen Nick. Genau, mit Bewegungsmodus. Und dann, let's have fun. Let's have fun, let's have fun. Komm, 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 komm. Yay! Ey! Boah, Alter, kennt ihr das von diesen ganz billigen Horrorspielen oder ähnliches? Wenn man da so eine Spiele hat, wo es halt Türen gibt, ne? So, ihr wisst schon, so auf und zu machen, ne? Und man kann diese Tür so manuell aufmachen. Halt also so, man kann selber halt die Tür auf und zu machen und kann auch steuern, wie schnell man die Tür auf und zu macht. Und ja, dann gibt es halt diese typischen Horror-Dinger. Heißt also, wenn man die Tür so, also dunkle Umgebung, wisst ihr schon, ne? Die Tür so nach draußen in den Garten, wo es halt auch dunkel ist. Und jeder rechnet damit, da kommt vielleicht ein Monster rein. Und um die Atmosphäre noch ein bisschen stimmiger zu machen, sagt der Spielentwickler, komm, wir packen da noch einen Türknarren mit rein, ja. Und dann hast du da so deine Tür, machst es so auf und die Tür knarrt dabei, ja. Und dieser Spielentwickler ist aber von Microsoft oder irgendeiner anderen Billigfirma. Und der Tür, das klingt da, und dann klingt das Türknarren so. Also dieses Lupen des Grauens einfach, was dann einfach die ganze Atmosphäre einfach komplett zerstört. Das war, ja, könnt ihr auch als Let's Play gucken, das war bei der einen Folge von Markiplier, ist ein englischer YouTuber und unglaublich geil, unglaublich witzig, und er hat auch so ein Horrorspiel gespielt, und in einem von seinen Best-of zum Beispiel hat man auch so eine Szene gesehen, da auch einfach die Tür einfach dieses, es ist so, ja, ja, gut, okay.
Naja, das ist halt, wenn so ein Indie-Game-Entwickler versucht, Horrorspiele zu machen, das kann teilweise alles andere als Horror werden, weil wie gesagt, das, in dem Moment ist einfach die gesamte Atmosphäre halt komplett im Eimer. Da hast du eher ein Lachspiel als ein Horrorspiel, aber gut. So, ist es hier mittlerweile irgendwas gewachsen? Nein, es ist genau so, wie wir losgegangen sind. Was ist denn hier los? Leck mich. Raus jetzt hier, raus. So, das hier muss weg. Und weil wir geil sind. Nein, du sollst nach unten. Du sollst nach unten. Ha. Jetzt gehen wir nämlich einfach mal rauf. Bup, und können direkt ins Haus rein. Easy. Easy. So. Gut, das war das jetzt für die Folge. Beziehungsweise, ich mache noch schnell die Sachen, die wir brauchen. Heißt also, ja, das war intelligent. Wobei, komm, ganz ehrlich, so bam, bam, bam. Danke, 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 danke und, nein, danke, danke. 1, 2, 3. Also, wir brauchen da. Wir brauchen natürlich keine drei Öfen, wir brauchen nur einen Ofen. Was wir brauchen, sind drei Hopper. Ach Gott, dammit, Alter, Ronny, was kannst du eigentlich? Genau, Holz brauchen wir auch. Der ganze Plunder kann erstmal hier komplett wieder in die Kisten. Nee, du kommst in die Holzkiste. Steine nehme ich erstmal mit. Kann ja nicht schaden. Dich nehme ich auch mit. Brauche ich wieder wahrscheinlich zum Bauen. So, euch schmeiße ich hier erstmal instant rein. Brauchen wir dann gleich. Ja, wir haben Askat. Biskuitholz, leck mich. Akazienholz, so rum. Meine Fresse, wenn diese verdammt. Ja. Rotzkotz. Nein, ich brauche ich doch. Da. Okay. Ja. Beziehungsweise, ihr seid so besondere Bauelemente. Euch packe ich mal hier unten hin, ne? Und du bist sowieso was ganz anderes. Du kommst da rein. Du bist da auch komplett gekommen. Das ist komplett Quatsch. Komm bitte nach da. So, wenn überhaupt. Nee, komm. Du bist etwas, was man Du bist etwas, was man bauen kann. Und die Sachen, die man baut, kommen sowieso da rein. Okay. Wir haben jetzt haufenweise Krempel, die wir nicht brauchen. Taler. Money, money. Du kommst hier auch mal rein. So. Flint kommt hier rein. Das kommt auch da rein. Die ganze Kacke brauchen wir auch alles erstmal nicht mehr. Genau. Du kannst auch erstmal da wieder rein. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir haben Holz, wir haben Stein, also alles, was wir brauchen. Und Eisen haben wir hoffentlich auch bald. Okay, solange es hier noch vor sich hin brutzelt, mache ich erstmal kurz Aufnahmestopp und dann sehen wir uns dann in der nächsten und für diese Woche auch letzten Mindclone-Folge dann wieder und bauen dann endlich unten den automatisierten Ofen. Haben wir wieder 4 Folgen dafür gebraucht, weil wir erstmal Höhle besucht haben. Reife Leistung. So, kommt erstmal direkt raus hier. Ja, Kohle haben wir jetzt echt relativ viel, zum Glück. Ah ja, stimmt, da haben wir nur noch Holzkohle. Wobei, einfach. So, die können auch hier rein. So, ein bisschen aufräumen hier. Warum haben wir 3 Bücher? Was sollen wir mit 3 Büchern? Ah, keine Ahnung. Okay, Flamme ist gleich fertig. Aha, wir haben schon unsere 15. Yay! Schmied! Auszeichnung erhalten. Schmied! Ha! Wisst ihr? Mal gucken. Also, wir haben heißes Eisen. Achso, Ofen. Dann, wir sind der krasse Holzhacker der Welt. Aufwertung, Digga. Hab ich nicht Server aufgewertet oder was? Dann haben wir Schmied. Und wir haben Tischler. Ist das nicht das hier?
Achso, das ist allgemein, klar, Holzhacker ist hier, genau, das Holz und das ist hier, wenn man in der Lage ist, daraus auch eine Werkbank zu bauen. Ist sowieso geil, die Werkbänke so aus der alten Zeit, wo, wenn man da einfach so ein Holz, egal, so ein Holzstumpf, genau, Holzstumpf, genommen hat und einfach irgendwo hingepackt hat und das einfach als Werkbank genutzt hat, funktioniert. Vor allem totes Holz ist unglaublich stabil. Da kannst du auch ordentlich drauf rumhacken und ähnliches. Also so ein Baumstumpf kaputt zu bekommen, da brauchst du ein bisschen. So, ja gut, okay. Ja. Und genau, das kommt da mit rein. Das kommt dann hier noch mit rein. Ja, und den ganzen anderen Krempel, den machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Wir haben erstmal alles, was wir jetzt so direkt brauchen. Wo ist mein Eisen? Da. Gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich mal sagen. In dem Sinne, schau mit V.